Neumarkt stark finden zu können, muss man Neumarkt erleben. Die große Kreisstadt mit ihren rund 40.000 Einwohnern liegt zentral zwischen Nürnberg und Regensburg, eingebettet in die Zeugenberge. Letzteres macht sie zu einem Mekka für Wanderer. Von hier aus kann man zu ausgezeichnet beschilderten Touren starten, die vom 2,4 Kilometer langen Spaziergang bis zur 49 Kilometer langen Berg- und Taltour alles abdecken. Wer lieber auf den Sattel steigt, kann hier stundenlang in die Pedale treten. Doch viele malerische Strecken, wie zum Beispiel entlang des alten Kanals, verführen gerade dazu, immer mal wieder abzusteigen. Skulpturen von regionalen Künstlern laden als Hingucker zu einer Pause ein. Und hier kann man auch auf die warten, die nicht so schnell unterwegs sind. Seit 2013 bietet die Stadt Neumarkt für geführte Touren auch Elektrobikes an. Ein Besuch in Neumarkt kann Ihren Geldbeutel gefährden. Denn in der Innenstadt finden Sie auf wenigen hundert Metern praktisch alles, was das Shoppingherz begehrt. Kleidung namhafter Hersteller, Gegenstände des täglichen Bedarfs, frische Lebensmittel direkt aus der Region. Neumarkt ist Einkaufsstadt. Und die gute Nachricht für alle, die zum Einkaufen mitgehen müssen, ein gemütliches Café ist nie weit entfernt. Genauso wenig wie ein Biergarten, in dem die Oberpfälzer Gastlichkeit auch dann spürbar ist, wenn man sich kein Bier aus den drei überregional bekannten Neumarkter Brauereien bestellt. Ein bayernweit einmaliges Ausflugsziel ist das Metzgereimuseum direkt am Bahnhof. Der Neumarkter Metzger Norbert Wittmann präsentiert hier auf 150 Quadratmetern eine Sammlung an Gerätschaften, die alle zur Wurst- und Fleischherstellung benutzt wurden. Einige davon bereits im 16. Jahrhundert. Doch das Museum ist auch der Standort von Wittmanns Weißwurstakademie. Hier gibt der deutschlandweit gefragte Weißwurstexperte sein erworbenes Wissen in Seminaren weiter. Und nach bestandener Prüfung erhalten die Teilnehmer ein offizielles Diplom. Endlich mal eine Berufsqualifikation mit Geschmack. Kennen Sie Lothar Fischer? Er zählt zu den bedeutendsten Bildhauern der Nachkriegszeit. Seine Spezialität: abstrahierte menschliche Figuren und Pferde. Fischer verbrachte seine komplette Kindheit und Jugend in Neumarkt und blieb der Stadt bis zu seinem Tod 2004 verbunden. Hier widmete man ihm auch ein eigenes Museum. In dem zentral gelegenen Neubau ist das ganze Jahr über ein großer Teil seines künstlerischen Nachlasses zu sehen. Zudem finden Sonderausstellungen statt, die Schülern und Weggefährten Fischers gewidmet sind. Eine Lothar Fischer Skulptur ziert auch den Residenzplatz 200 Meter weiter, Standort des Neumarkter Reitstadels. Dieser aufwendig renovierte Konzertsaal ist Klassikfreunden auf der ganzen Welt ein Begriff. Denn wo im Mittelalter Pferdefutter gelagert wurde, nehmen heute bekannte Interpreten ihre neuen Alben auf. Doch auch live, bei den jährlich rund 200 Veranstaltungen, können sich die Gäste von der besonderen Akustik überzeugen. Eine der vielen grünen Lungen von Neumarkt bildet der LGS-Park. Auf dem ehemaligen Gelände der Landesgartenschau 1998 sprießt es auch heute noch an allen Ecken und Enden. Das weitläufige Areal bietet Beschäftigung für alt und besonders auch für jung. Der sagenumwobene Monsterspielplatz ist nur einer von über 50 Spielplätzen, die die Stadt Neumarkt für ihre jüngeren Gäste und Einwohner bietet. Doch auch schlechtes Wetter wird in Neumarkt nicht zum Spielverderber.
Die Wölpi-Spielefabrik wird von einem gemeinnützigen Verein betrieben. Hier findet selbst der ausdauerndste Nachwuchs einen Grund, abends müde zu sein. Für Erwachsene gibt es in einem 15 Kilometer Umkreis um Neumarkt insgesamt 5 Spielplätze. Ob 9 oder 18 Löcher, Neumarkt ist Golfparadies. Für Abkühlung der ganzen Familie sorgt dagegen das Neumarkter Freibad. Von Mai bis Ende September gibt es Badespaß auch bei niedrigen Temperaturen, dank beheizter Becken. Wie ein Wahrzeichen thront sie über der Stadt, die alte Burgruine Wolfstein. Hier soll im 12. Jahrhundert das alte Geschlecht der Wolfsteiner gehaust haben. Zu Zeiten von Kaiser Sigismund waren sie privilegiert. Anfang des 16. Jahrhunderts verloren sie aber an Bedeutung. Für interessierte Besucher gibt es heute auch Führungen durch die Ruine. Wie sich das Leben der Neumarkter innerhalb der Stadtmauern gewandelt hat, das verraten die Exponate im Stadtmuseum. Die Zeitreise geht von der Ära Neumarkts als pfalzgräfliche Residenzstadt bis zum Wiederaufbau nach dem Zweiten Weltkrieg. Ein separater Bereich widmet sich den Neumarkter Expresswerken, die ab dem Ende des 19. Jahrhunderts Hochräder und Fahrräder, später aber auch Automobile und Motorräder herstellten. Die Produktion wurde zwar vor vielen Jahren eingestellt, doch in den ehemaligen Fertigungshallen ist heute wieder Leben eingekehrt. Das Museum für historische Maybach-Fahrzeuge ist nicht weit vom Marktplatz und vom Bahnhof entfernt und in seiner Art weltweit einzigartig. Ein Neumarkter Privatmann präsentiert dort seit 2009 seine Sammlung von Luxus-Oldtimern. Nur 160 Fahrzeuge aus der Fertigung von Karl und Wilhelm Maybach sind heute noch erhalten. 16 von ihnen stehen hier das ganze Jahr auf über 2500 Quadratmetern. Und hier sieht man, wie sich der Begriff Luxusauto im Laufe eines guten Jahrhunderts verändert hat. Der Gebäudekomplex des Maybach-Museums kann auch als moderne Tagungsstätte gebucht werden und dient für spektakuläre Sonderausstellungen. So, grüß Gott, herzlich willkommen in Neumarkt. Schön, dass Sie da sind. Es ist eine gute Tradition, dass die neuen Einwohner Neumarkts vom Oberbürgermeister persönlich begrüßt werden. Einmal im Vierteljahr heißt er die Neubürger bei Empfängen willkommen. Doch auch für alle, die nur wenige Stunden oder Tage in Neumarkt weilen, lohnt sich ein Aufenthalt in der Jurastadt. Sowohl über die Autobahn A3 als auch mit komfortablen Expresszügen und S-Bahnen ist man in einer halben Stunde von Nürnberg oder Regensburg hier. Ein Tapetenwechsel, den viele Großstädter sehr schätzen. Und sie merken dabei immer wieder, Neumarkt ist eine starke Stadt. So stark, dass man glatt schwach werden und für immer bleiben könnte.